Hallo und herzlich willkommen zu Legend of Mana. So, nehmen wir mal Bad mit. Vor allem, weil ich einen Tipp bekommen habe, wer alle zu den Weisen gehört. Und wir haben tatsächlich schon mehr getroffen, als ich gedacht habe. Oh, richtig, ich will hier. Oh. In den Garten. Hier müssten eigentlich wieder ein paar Sachen sein. Ja. Das Kolpossum. Ich liebe das Zeug hier. Die Muschelrübe. Muschelrübe ist cool. Herzminze. Du. Ein Zitronenfisch. Ich wünschte, sowas gibt's wirklich. Maisblume. Kummersamen. Na, dann pflanzen wir die doch direkt ein. Ein paar krumme Samen. Mal sehen, was draus wird. Hier ist noch nichts Neues. Sonst glaube ich, habe ich jetzt auch nicht wirklich irgendwas. Ich glaube, Monstereier habe ich in letzter Zeit nicht gefunden. Nee. Finde ich tatsächlich etwas schade. Ich will mal wieder ein Monsterei entdecken. Aber gut, bevor ich jetzt... Oh, das ist schon ein richtiger Baum. Bevor ich jetzt gleich wegstarte mit einem neuen Artefakt. Bitte, bitte, bitte. Dschungel, da ist ein Weiser. Ich überlege gerade noch. Okay, mir fallen jetzt drei ein, die wir noch nicht haben. Ja, ich glaube, wir haben erst zwei mit ihm besucht. Das heißt, einer fehlt dann noch. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es sechs. Psychokinetischer Teleportationsdienst. Wir brauchen nur Luft und Liebe. Ich, Laubgärten? Laubgärten. Sollte definitiv mal meine Fähigkeiten umstellen. Hier, genau. Techniken. Das Ding brauche ich eigentlich nicht. Komme ich nirgends weiter? Okay. Also ich kann nur hier zurück. Ich habe leider keine Ahnung mehr, wo genau das Ding war. Ich erfordere das ein bisschen wirres Herumrennen. Dem südlichen Dschungel. Der Dschungel verwirrt mich ein bisschen. Das sieht alles so gleich aus.
überwucherte Ruinen. Ah, dann hätte ich mich hierhin porten müssen. Ja. Hey, das ist der Rossiotti. Was machst du eigentlich hier? Ich heiße Ron. Meine Schwester ist zum Regenhof gegangen, um nach den Feen zu sehen. Okay. Regenhof. Ich bin Bud. Ich bereise die Welt und höre den Weisen zu, damit ich mal ein großer Zauberer werde. Hallo, Bud. Die Luft ist erfüllt von der Mana-Energie. Verbanne alle Gedanken aus deinem Herz und spüre, wie das Mana dich durchströmt. Danke, Rossiotti. Das ist mein Wald. Du kannst dir alles nehmen, was du brauchst. Das ist nett. Dankeschön. Das ist einer der Weisen. Überwucherten Ruinen. Verschwindet, Menschen! Rumschen, Memnem, dump mich nicht die Tray? Oh. Regenhof. Kiste! Zombies. Hey, na bitte. Hallöchen. Ich wirke einen Zauber auf dich, damit du dich nicht verläufst. Okay. Hallöchen. Damit ich mich nicht verlaufe? Soll mir dann Zauber helfen? Meine Richtungsangaben gibt er mir ja nicht. Graberde. Ich weiß gar nicht, ob das bei allen Dragon Quest-Spielen waren, aber es erinnert mich gerade an Dragon Quest, da gibt es die Nachterde. Das bekommt man aus Toiletten. Ich mag den Humor. Ja, da ist Dukats Revier. So, wir haben jetzt einen Zauber drauf, kannst du uns trotzdem noch wegporten? Ja, okay. So, bei den anderen beiden weiß ich nicht, ob sie überhaupt noch da sind. Da müssen wir gut aufpassen. Aber schauen wir mal. Wir sehen uns einfach ein bisschen um. Weg, du blöde Rübe. Na verdammt. Das war ein Overkill.
Ah ja, wie gesagt, ich sehe mich nur ein bisschen um. Aber es sieht eh nicht so aus, als wäre hier noch jemand. Falls ihr euch daran erinnern könnt, das wäre die Schildkröte gewesen. Das ist natürlich schade, wenn man das nicht vorher weiß. Man nimmt den Button nicht automatisch überall mit. Oh, eine Undine. Was soll das heißen, kein Instrument verfügbar? Aber ich hab doch Musik. Brauche ich da die passenden Elemente auf den Waffen, auf den Instrumenten dazu? Ich weiß nicht. Oder geht's nicht, weil ich es ausgerüstet habe? Wäre aber auch komisch irgendwie. So, hier. Feen. Und nach da oben. Gegner. Feen brauchen wir nicht, aber vielleicht begeistert diese. Vielleicht zu mir. Nehmt das, ihr Bastarde. Oh, das hat nur einen getroffen. Geh weg. Ja, wieder Samen bekommen. Praktisch. Kuriositätenfleisch. Mehr fehlen. Wo sollen wir jetzt hin? Es hat dir rein gar nichts gebracht, unseren Meister zu töten, nicht wahr? Siehst du jetzt, wie töricht ihr Menschen seid? Naja, das will ich nicht sagen. Ich habe eine Quest erledigt. Ich weiß halt nicht, ob irgendwo diese Schildkröte noch herumgeistert. Ja, da ist er. Ich bin Bud, bereise die Welt und höre den Weisen zu, damit ich mal ein großer Zauberer werde. Hallo, mein Junge. Du musst nicht auf die Weisen hören, um ein großer Zauberer zu werden. Gras, das Wasser, die Felsen und der Wind. Höre darauf, was sie zu sagen haben. Danke, Toto. Die Wellen auf der Oberfläche des Sees spiegeln alles. Von der Vergangenheit bis hin zur Zukunft. Sie können uns alles erzählen, was in der Welt vor sich geht, wenn wir uns ihnen nur öffnen. Wir werden mit dieser Gabe geboren, doch mit der Zeit gerät sie in Vergessenheit.
Danke, Schildkröte. Ja, freut mich, dass er noch hier war. Der letzte, den ich noch weiß, ist Pokil, falls ihr euch an den erinnert. Der war in der Mine. Der Bardenvogel, würde ich mal sagen. Erwischt. Viel Erfahrung bekommen wir hier ja nicht. Ich meine, es ist nicht schlecht, aber ist unser Meister wirklich getötet worden? Das heißt dann wohl, dass das Steinauge auch für uns nur noch ein Felsbrocken ist. Wie sollten wir uns jetzt vor den Menschen schützen? Der Meister ist tot, aber wir leben weiter. Wir sollten froh sein. Eine vernünftige Fee. Menschen machen mir Angst. Oh, war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Mich hat eine Schildkröte dazu gezwungen. Dieses Erfahrungsklauen der Rabbit. Ja, verdammt, hier ist nichts. Okay, ich schalte jetzt einfach mal die Kämpfe aus, damit ich hier durchlaufen kann. Weil so viel bringen sie mir eh nicht. Ich will dann auch auf jeden Fall noch checken, ob Pokil vielleicht hier ist. Haben wir die Folge zwar nichts anderes gemacht außer Weise suchen, aber hey, gehört auch irgendwie dazu. Jedenfalls haben wir dann, ja, wir haben den großen Felsbrocken. Merkt mir leider seinen Namen nicht. Dann haben wir noch Oblon, der Herr der Unterwelt. Toto die Schildkröte. Ach ja, das Biest im Wald, den Namen merke ich mir nicht, das weiß ich. Das Biest im Wald und Pokil, den Bardenvogel. Irgendeiner fehlt mir noch. So, wieder zurück auf der Weltkarte. Ich nehme mal nicht an, dass er noch da ist, aber ich werde wohl nachsehen gehen. Da muss man echt aufpassen, was alles so ein Weiser ist. Okay. Ah, da kommt man direkt ins Versteck der Butler. Das ist ein Gedichtband. Ja. Funkel, funkel, kleiner Stern, wieso funkelst du so gern? Lachst du, weil du fröhlich bist, oder zitterst du im eisigen Wind? Hey du! War ich nicht. Steckst du deine Nase in fremde Angelegenheiten? Du kannst doch nicht einfach meine Gedichte lesen. Ich bin Roger, Anführer der Butler. Ja, also... Hast du vielleicht eine, du weißt schon, Meinung zu meinen Gedichten? Das war toll. Du findest es auch? Gar nicht so übel, oder? zweite unterirdische Etage. Ich weiß gar nicht mehr, ob es irgend... Hatte ich die Kämpfe nicht ausgeschaltet? Typisches Rabbit.
glaube, war weiter oben. Hier? Nein. Weil ich in der Speicherstatue ist. Verlassener Raum. Zu viele Wege, also furchtbar. Ich glaube, er war weiter oben. Hier? War ja ganz oben, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kann aber gut sein. Ja, hier war er. Nein, Pokil ist nicht mehr hier. Schade. Komm. Ich habe meinen geliebten Hammer verloren und kann nicht arbeiten. Wenn du ihn irgendwo siehst, bringst du ihn mir zurück, ja? Danke, Humble. Wenn du mir bloß meinen Hammer zurückbringst, dann zeige ich dir, wie man schmiedet. Oh, was war's denn Hammer? Oh, ich habe eine Quest gestartet. Ja geil, wo hat Watz den Hammer? Woher soll ich das wissen? Er ist so schnell, das ist unglaublich. Er hat seinen Hammer verloren. Wie ist mit dem verlassenen Raum, den wir davor gefunden haben? Oder ich könnte nochmal zu den Butlern gehen. Vielleicht wissen die irgendwas. Baden der verlassene Raum, jetzt war das hier. Ja, das ist auch ein verlassener Raum, aber nee, hier ist nichts. Okay. Ich meine, ich könnte auch nochmal ganz runter gehen, da wo wir ihn getroffen haben. Vielleicht liegt er ja da, wo der Boss war. Nee, sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Okay. Dann zeigt er uns, wie man schmiedet. Hey, das heißt, wir können dann eigene Waffen schmieden und Rüstungen und so vielleicht? Das wäre klasse. Ich muss mir definitiv entweder nochmal alles einzeln abgehen oder einfach mal nachsehen wegen den Quests, weil... Das ist ja furchtbar. So, die Butler waren oben. Fragen wir die zuerst. Wenn ich nach Pogil gesucht hätte, wäre ich wahrscheinlich nie wieder hierher gekommen. Deswegen... Schwierig. Wuff. Okay. Da ist er. War also eine gute Eingebung von mir. Du bist ganz schön lästig, weißt du das? Schaltet man extra die Gegner aus, damit man in solchen Gebieten nicht 100.000 Mal kämpfen muss, wo man eh schon war. Und dann sind da trotzdem noch Gegner. Schrecklich furchtbar. So, da ist die Statue, das heißt hier geht's hoch. Nein, nicht zurück. Hoch. Fast. Ist da eine Brücke? Ja, wir sind über die Brücke gekommen, genau. Dann muss ich hier... Und hoch. Und hier... Warum gibt es den Mausbär-Express eigentlich nur in diese eine Richtung? Oh! Das ist mein Hammer! Gib ihn her, du diebisches Gesindel! Ernsthaft? Die Jugend von heute reißt sich aber auch alles unter den Nagel.
Das wollte ich damit nicht sagen. Hab vergessen, dass du ihn mir zurückbringen solltest. Vergiss, was ich dir gesagt hab. Sei mir nicht böse. Ja, ja. Man steigert sich viel zu viel in alles rein. Hat er nicht gesagt, er bringt mir das Schmieden bei? So, zuerst mit dem Kaktus reden und dann in die Werkstatt schauen. Und nein. Kämpfe einschalten. Wenn ich das jetzt nicht mache, vergesse ich sowieso wieder. Später. Naja, mach's gut. Hammer. Ja, die Quest war der Hammer. Nein. Da. Watz hatte seinen Hammer verloren, aber mein Mensch hat ihn gefunden. Fühlt es sich nicht gut an, anderen zu helfen? Es wäre schön, wenn mein Mensch mir ab und zu eine Geschichte vorlesen könnte. Bitte. Aber ich erzähle dir doch eh jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe. Der Kaktus bekommt einfach nie genug. Das ist ja furchtbar. So. Oh. Ich habe ja gerade die Schmiede fertig gebaut, die du wolltest. Bah, die Jugend von heute weiß nicht mal, was Dankbarkeit ist. Ach, du hast mich nie um nichts gebeten? Mensch, warum habe ich denn dann... jetzt traf ich's. Ich war so mit dem Bau der Schmiede beschäftigt. Ich habe ganz vergessen, dass ich gekommen bin, um mich für irgendwas zu bedanken. Vergiss, was ich gesagt habe. Sei mir nicht böse. Du verstehst das bestimmt. Ich erkläre dir, wie man Waffen herstellt. Na, wie klingt das? Klasse, dann komm mal rein. Ich mag den Dialekt. Aber gut, dass es nicht so viele Charaktere gibt, weil zum Vorlesen ist das echt anstrengend. Ja, genau so. So geht das. Du bist der Hammer. Der perfekte Schlag macht das perfekte Geräusch. Du bist der Hammer. Mach das noch 1 Million Mal, dann darfst du dich Meister nennen. Das ist die richtige Einstellung. Hau 1 Million Mal drauf. Ob du Waffen und Rüstungen schmiedest, macht keinen Unterschied. Du suchst die Materialien aus und machst sie mit einem Hammer platt. Die grundlegende Stärke ist allerdings von Materialien und nicht von deinem Hammer ab. Du musst an der Hammertechnik arbeiten. 1 Million Schläge. Für eine Modifikation wählst du zuerst einen Gegenstand. Der kann die Fertigkeitsboni und Elementarstufen des Endprodukts beeinflussen. Je nachdem, welche mystischen Kräfte er hat. Das hängt alles vom Gegenstand ab. Nicht von deinem Talent als Schmied. Du musst an der Hammertechnik arbeiten. Den Effekt, den die Materialien haben, kannst du relativ einfach nachvollziehen. Wirf nach dem Schmieden einfach einen Blick auf die Werte. Nach den ersten paar Versuchen geht dir das in Fleisch und Blut über. Mit einem Hammer änderst du leider nichts an den Eigenschaften der Materialien. Ich frage mich, ob das tatsächlich geht, wenn man oft genug weitermachen drückt. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Würde mich aber tatsächlich interessieren, falls das jemand weiß, ob das funktioniert. Aufheben wird hier nicht. Ich bleib hier und zeig dir, wie man eine Waffe macht. 1 Million Schläge. Ich drück hier nicht 1 Million Mal drauf, was?
beeinflusst die Werte, abhängig vom benutzten Gegenstand. Vielleicht erhöhst du die Angriffskraft oder verwendest die elementare Essenzstufen. Auch wenn man nicht immer sofort erkennt, was sich verändert hat, werden die Unterschiede auffallen, wenn du den Gegenstand immer weiter modifizierst. Wie oft du drauf haust, ist unwichtig. Aber wozu muss ich dann so oft draufhauen, wenn es hauptsächlich unwichtig ist? Modifikationen bewirken kleine Veränderungen, die machen sich durch mystische Kräfte bemerkbar. Wenn sich die Energie der Veränderung ansammelt, zeigt sie sich im fertigen Produkt. Erst dann beeinflusst sie die Fähigkeit und die Werte des Gegenstands. Aber wenn du einfach nur mit dem Hammer draufhaust, passiert nichts. Gute Arbeit. Das mit der Million Schläge war übrigens gelogen. Das hat mir mein Meister immer gesagt, als ich noch ein kleiner Knirps war. Jetzt kannst du jede Waffe oder Rüstung schmieden, die dir gefällt. Aber dafür brauchst du Materialien. Da du ja erst loslegst, kriegst du das hier von mir. So, ich geh dann mal. Viel Glück. Habe ich dir Materialien für Waffen und Rüstung gegeben? Ich dachte, ich hätte welche für dich eingepackt. Du fängst ja gerade erst an. Ja, hast du. Oh, hab ich. Was? Hatte ich vergessen. Na gut, weiter so. Dann wirst du ein guter Schmied. Der gute Watz. Setzt mich das wieder raus? Ja, Ende einer Quest setzt mich immer nach draußen, stimmt. Aber hier ist das irgendwie ein bisschen ungeschickt, oder? Ein kleines bisschen. Jetzt haben wir die andere Schmiede auch. Prächtig, prächtig. So, eine Waffe schmieden. Messer, Schwert, Axt, 200, 200, Hammer, Speer, Stab. Entschuldigung. Keine Ahnung. Ein Flegel. Kubinistein, Meteorit, Knochen, Echsenschuppen, Leder, Baubauholz, Mendelsilber, Minusbronze. Ja, nehmen wir Holz. 1 Million Schläge Achievement. Bau-Bau-Fliegel. Nein. Verhärten. Rüstungsteil schmieden. Rüstung modifizieren. Moment. Ah, da sieht man die Angriffskraft. 24, 18, 30... 26, 19, 20, 19, 19, 12, 6, 10, 10, 11, 8. Okay, da ist 12 echt nicht gut. Oh, sogar der hat mehr, okay. Ich glaube, da muss ich irgendwas von den seltenen Sachen benutzen, wenn ich wirklich eine Waffe haben will, die besser ist. Oh, ich hätte schon gerne Fliegen. Fliegen ist cool. Ja, dann machen wir einen aus Meteorit. Der hat immerhin 20. Kann das Ding mit Samen verstärken? Und mit den Sachen, die ich geerntet habe? Und mit allem anderen, was ich so gefunden habe? Was echt viel ist. Ich würde tatsächlich gern
Ich würde gerne eine Heilklaue einarbeiten. Ich möchte wissen, was das für einen Effekt bekommt. Ist er schwächer geworden? Okay, einfach weil es mich interessiert. Was passiert, wenn ich eine Aprikatze einarbeite? Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich Rost einarbeiten sollte, oder? Vielleicht den Flammenkiel? Das Ding wird immer schwächer. Eine scharfe Kralle. Ich meine, ist eh egal. Also wenn ich nicht irgendeinen Gegenstand habe, der das Ding um 10 erhöht oder so, brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen, oder? Weil der Speer hat ja, glaube ich, über 30. 14. Wow. Da ist abgegangen. Ja, der hat 33. Wendel Silberspiel, okay. Muss ich mir mal genauer ansehen. Na gut. Dann bringen wir das noch zu Little Cactus und das war's dann. Waffe ist fertig. Waffe ist fertig. Hinten in der Werkstatt gibt es einen neuen Raum. Da kann man Mensch Waffen und Rüstungen herstellen, um noch ein paar Monster was auf die Mütze zu hauen. Das ist nicht nett. Wir sollten alle Freunde sein. Oh. Süßer kleiner Kaktus. Na gut, Leute. Das war's von mir in dieser Folge. Nächstes Mal gibt's wieder ein neues Artefakt, wahrscheinlich. Ich glaube schon. Und ich hoffe, es war angenehm und unterhaltsam zum Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao.